So, ich heiße euch willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Control. Wir sind hier mit dem DLC das Fundament beschäftigt. Wo kamen wir denn jetzt her? Ich glaube von dort, ne? Genau, dann hatte ich das, bin ich da oben rein, habe das hier kurz gemacht und genau. Hier geht's weiter. Das sah nämlich schon so riesig aus. Wir sind jetzt hier in der eingestürzten Abteilung, genau. Warte. So, den möchte ich gerne zu mir haben. Definitiv. Oh nein, jetzt auch noch solche. Okay, das ist von mir einer. Nehmen, nehmen. Ah, Hilfe, ah, Hilfe, ah, Hilfe, ah, Hilfe, ah, Hilfe, ah, Hilfe. Ah, ah. Ah. Oh fuck, was war denn das? Hallo? Erstens habe ich nicht bemerkt, dass quasi neben hinter mir einer steht die ganze Zeit. Erst später. Ah, kelle Mensch. Zwischendurch dachte ich auch, das wäre einer von mir, den ich übernommen habe. Einfach weil er da nach oben geschossen hat, aber ich habe ja in dem Moment jemanden von oben übernommen. Blöde Kombination, blöde, blöde Kombination. So, Versuch Nummer 2. Doch Spaß, sich erstmal hier dann umzusehen. Oh, das sind ja 3 von denen. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich vorhin überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, klar, klar, klar. Ich sag euch, ich gehe wieder drauf. Ich komme hier nicht durch. Au! Der ist weg. Ah! So, der ist auch weg. Mhm. Und jetzt. So kann ich die nämlich am besten treffen. Da sind sie irgendwie in dem Moment nicht so ganz beisammen oder so. Keine Ahnung. Oh, da ist auch noch. Hallo, wo bist du hin? Du bist hier irgendwo drin. Da. Stimmt, ich habe es kurz rot leuchten gesehen. Dort an der Stelle. Jetzt ist da oben. Kann das sein, dass die sich irgendwie teleportieren? Irgend da unten eingesehen. Bin ich jedenfalls der Meinung. Hallo? Da. Okay. Okay. Die Schranke da oben ist weg. So, jetzt heißt es sich erstmal ein bisschen umsehen. Erstmal hier unten so ein bisschen. Okay, ich gehe jetzt nicht großartig in die Büros rein, außer ich sehe, dass da eine Treppe ist. Wo da ein Gegenstand sein könnte. Die
Die sind ja doch immer recht früh angezeigt, sag ich jetzt mal. Von daher dürfte ich da dann hoffentlich nichts verpassen, solange ich halt in jeden Raum mal kurz reingucke, ne? Ei, woran hängt's? An diesem kleinen Stück Scheibe dort unten, okay. Hier war ja irgendwie, dass die auch runterkam. Oder wurde da einfach nur einer regeneriert? Scheint wurde nur einer regeneriert, hä? Oder gespawnt. Ei. Ernsthaft? Hat sich die Scheibe wieder zusammengesetzt, nachdem ich da durch bin? So, das nichts. Das nichts. Da scheint auch nichts zu sein. Ist mir so verdächtig, wenn irgendwo alles Licht ist. Ich finde es aber faszinierend, dass irgendwie keine Sachen hier zu liegen. Das wäre so, ja, dafür geschaffen. Deswegen wundert es mich ein bisschen. Und ehrlich gesagt, wir haben die hier gearbeitet. Einzelne Etagen und keine Treppen. Ja, ist vielleicht ein bisschen verschoben, aber egal. Oh, die armen Schubladen. Schubläden. Oh, warte mal, da war irgendwas. Sie hören America Overnight. Und das schon seit 29 Jahren. Oder etwa nicht? Natürlich, keine Sorge. Heute geht es um seltsame Second-Hand-Läden und einzigartige Funde. Peggy aus Biloxi ist in der Leitung. Sie fand mit ihrem Gatten auf einem Flohmarkt eine himalayische Salzlampe. Erzählen Sie mir, Peggy. Ich hatte von Salzlampen gehört. So Leuchtsteine mit einem Stecker. Sie erzeugen angeblich negative Ionen. Sind in die Luft. Ich fand eine. Nur $4. Und stellte sie ins Wohnzimmer. Dachte, da würde sie hinpassen. Tauchte das Zimmer in angenehmes Orange. Jetzt kommt für gewöhnlich die Wendung. Es ist mein Mann. Wenn er im Wohnzimmer ist, starrt er die Lampe immerzu an. Er ist besessen von ihr. Schalte ich sie aus, wird er wütend. Er sagt, sie muss immer anbleiben. Letzte Nacht wachte ich um 3 Uhr früh auf. Er war nicht im Bett. Ich fand ihn im Wohnzimmer vor der Lampe. Er lächelte. Seine Augen waren offen. Doch ich dachte, er würde schlafwandeln. Also schüttelte ich ihn. Er lächelte die Leuchte nur weiter an. Dann fing er an zu sprechen. Er sagte, immer wenn sich eine Spiegelung selbst spiegelt, wird sie grüner. Habe ich gelesen. Er drehte sich zu mir. Er lächelte immer noch, mit offenen Augen. Die Augen meines Mannes sind braun, fast schwarz. Doch die Augen des Mannes im Wohnzimmer letzte Nacht waren grün. Klingt wie Indikator. Quetscht sie aus und ruft deinem Hauptquartier an. Peggy, tut mir leid, wenn ich unterbreche, aber es ist Zeit für die Werbung. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Meine Produzentin Karen braucht noch mehr Informationen. Okay? Okay. America Overnight ist gleich zurück. Wieso habe ich das Gefühl, dass dieses America Overnight auch irgendwas mit der Behörde zu tun hat? Dass da Leute anrufen, über kuriose Sachen erzählen und die auf diese Weise diese Kuriositäten überhaupt finden oder aufmerksam auf die werden. Huch, war ich nicht. Schmeißt jemand mit Sachen. Ups, was war das? Ein Schwebeschwächeanfall.
Wie viele Etagen hat eigentlich dieser eingestürzte. Gott sei Dank war da nichts weiter. Ei. Hier ist nichts. Oh, schaffe ich es noch? Ja, perfekt. So, jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren. War ich hier schon? Ja, ich glaube schon, ne? Aber dann hatte ich schon alle Etagen. Das Einzige, was noch war, war das hier. Ja, einfach alles auf ominöse Weise umfällt. Wir brauchen einen Klempner. Ja, okay. Erstens schwebt da Wasser rum. Zweitens. WTF? Da oben ist was auf jeden Fall zum Lesen. Aber ernsthaft, wie sich das vermischt. Aber Fakt ist, die Astralebene hat nichts mit der Realität zu tun. Ganz klar. Sollte sich dementsprechend nicht mit der Realität verbinden. Auch ganz klar. Okay, hier ist nichts. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich jetzt hinkomme. Also rein theoretisch könnte ich dorthin, aber dort bin ich ja eigentlich hingekommen, ne? Ah, okay, hier geht's auch rauf. Das finde ich gut. So viele Türen. Hallo? Da habe ich auf jeden Fall Sachen zum Looten. Da ist der Hinweis von Polaris. Da ist entweder so ein Kontrollpunkt oder irgendwas anderes. Ach, wieder Toiletten. Ach, guck, hier sind die wieder. Das könnte ich anscheinend dann mit wegschießen im Grunde genommen. Ich habe mich ja für das Erstellen entschieden. Was ich auch weiterhin nicht bereue. Wie komme ich denn eigentlich hier rein? Auf jeden Fall durch die Tür. Ach, da hinten wahrscheinlich. Oder? Geh einfach mal davon aus. Ja, hier ist ein Kontrollpunkt. Habe ich mir schon gedacht. Hier komme ich so nicht durch. Das wäre jetzt auch scheinbar nur eine Kiste. Ich hoffe auch, dass das einfach immer nur Kisten sind. Und wenn es irgendwelche Dokumente sind, dass ich halt anderweitig an die rankomme. Sie hören America Overnight. Seit über 29 Jahren ein Leuchtfeuer in den dunkelsten Ecken des Möglichen. Wir haben noch einen Hörerbrief, ohne Unterschrift, aber mit Poststempel von Toledo. Hier steht, Hallo America Overnight. Ich habe einen wunderschönen Apparat für eure Hörer. Er ist ein Wunder Gottes. Ein Fondue-Set, ein Brunnen, eine
gesegnete Gabe. Gesegnet mit großem G. Na los, steht hier. Taucht ein. Er ist glühend heiß. Perfekt für Fleisch. Keine Unterschrift. Soweit ich weiß, wurde kein Fondue-Set ins Studio geschickt. Nur dieser Brief. Moment. Ich glaube, da ist noch was im Umschlag. Eine Art schwarzes Pulver mit weißen Splittern. Knochen vielleicht? Kern. Was ist das? Kern? Wir sind auf Sendung, Kern. Wo bist du? Was ist dieses Pulver in der Kabine? Ist das Asche? Oh Gott. Karen? Wie spiele ich Werbung? Ich glaube, Karen wurde verbrannt. Aber wieso? Und wodurch? Auf jeden Fall, das kann ich aufmachen und da drüben ist nix. Komm ich ja nur mehr und mehr da rein, okay. Was ist das denn? Ist das wichtig? Bin ich hier richtig? Oder nicht? Ist das gewandelte Objekt. Sieht sich aus. Kein Strom. Typisch. Ja, kein Strom. Das ist wirklich typisch. Ich sehe so wenig. Ich sollte jemanden einstellen, der kleinere Maschinen baut. Tu das. Ist die Sache, wie komme ich an die Dinger ran? Das ist so. Und hier komme ich ja nur so rein, ja. Und kein Strom, das heißt, ich muss Strom herstellen. Mit Hilfe dieser Maschine, denke ich mal. Aber irgendwie. Ich weiß nicht so recht, wie das geht. Aha, ich kann die denn da oben reinwerfen. So viel ist klar, aber ich muss die erstmal überhaupt finden, hä? Aber das sieht ja aus, als müsste ich da was reintun. Jetzt wäre da gerade nichts drin. Und so oben kann ich die reinmachen. Jetzt muss ich aber diese überhaupt finden. Da kann ich nicht hin. Deswegen fahre ich mal wieder runter. Da müsste ich ja unten irgendwie die Möglichkeit haben. Vielleicht dann so, dass ich durch diese verschlossene Tür dann im Endeffekt rauskomme. Im Transportbereich erkannt. Zugang gemäß Sicherheitsregulierung 18a verboten. Oh, wow. Also muss ich da oben hin? Und muss jetzt irgendwie den Strom aktivieren. Aber wie soll ich das machen ohne diese Energiekisten? Gedöns, Kacke. Ah. Damit ich das bewegen kann, damit sich unten die Tür öffnet. Ja, so, ganz hier. Kein Strom. Da kann ich nicht hin. Ups. Und da kann ich nicht durch.
hab sie gefunden. Das war jetzt Zufall, dass ich das da gesehen habe. Aber gut versteckt. Okay, ich denke mir mal, dass ich nur ein problemlos runter kann, ne? Und das Tor öffnen dürfte. Ups, da, falsche Richtung. Ja, jetzt macht sich mal Vivi. Material im Bereich. Mitarbeiter können gefahrlos eintreten. Wünsche einen unbürokratischen Tag. Einen unbürokratischen Tag, auch mal interessant. Oh, sind das wieder diese komischen Handwerker. Ah, Hilfe. Huch, ja, das sind wieder diese Bauarbeiter. Ah, Hilfe. Ist noch einer da? Wenn ja, wo? Huch. Da. Ich immer die Luft anhalte, wenn ich einen erledigt habe, in der Hoffnung, dass die Musik ausgeht. Halte ich wirklich jedes Mal die Luft an. So, das ist das, das ist das. Okay. Da ist nichts. Und da ist nichts. Okay. Ich würde gern weiter. Hallo? Ja, jetzt ist das weg. Das Tor offen. Ich habe aber keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ah, ich komme dort. Ah, okay. Muss hier lang. Irgendwie. Ach, ich stehe nicht ganz auf der Kiste drauf, deswegen. Muss wahrscheinlich dort oben hin, denke ich mal. Weil, wo soll ich denn sonst von hier aus hin? Ah. Oh. Achso, es ist Sand. Ich dachte schon, das wäre Blut. So, jetzt habe ich die Abkürzung zu diesem Stromkastengedöns gemacht. Jetzt bin ich etwas verwirrt, weil ich nicht weiß, ob ich oben lang muss oder unten. Gehe gerade oben noch mal gucken. Das war ja immer eine Tür. Sektor Lobby C. Hallo? Jo. Ich dachte mir schon, ich habe so den Boden gesehen und dachte mir so, okay. Einen versteckten Ort gefunden. Das ist schön. Ja,
habe Toiletten gefunden. Auch schön. Aber ich komme hier nicht durch. Nicht schön. So, von dort kam ich. Guck ich mal hier. Okay. Es wirkt so, als müsste ich hier hin, ha? Ja, ich kann auch durch Türen gehen, aber warum? Oh, mir fällt gerade auf, die Folge ist ja schon wieder viel zu lang. Viel zu lang. Also ich glaube, hier muss ich hin. Im Endeffekt. Deswegen würde ich eigentlich nochmal runtergehen wollen. Um zu gucken, wohin mich der Fahrstuhl führt. Ob ich überhaupt mit dem Fahrstuhl irgendwo hin kann. Naja, aber das dann in der nächsten Folge. Weil wie gesagt, die Folge ist ja hier schon wieder viel zu lang. Bis dann, tschüss, eure Teil.